Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck AT&T. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt. Zuvor aber noch ein paar Infos zur Firma. Also AT&T wurde 1885 gegründet und zählt zu den größten Telekommunikationsunternehmen der Welt. Die Firma bietet viele Leistungen rund um Festnetz, Mobilfunk, Kabelservices und Internetanschlüsse an. Zum Konzern gehört inzwischen außerdem der US-Fernsehsatellitenbetreiber DirecTV und der weltbekannte Unterhaltungskonzern Time Warner. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Okay, legen wir los mit dem ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also, die Aktie kommt aus den USA und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 172 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und das gibt einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium: Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie, und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 1,68 Dollar auf 2,04 Dollar die Aktie angestiegen. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung und deshalb gibt es hier ebenfalls einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium: Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also in der Finanzkrise hat die Aktie ca. 48% an Wert verloren und das ist im Vergleich zu anderen Aktien noch recht gut und gibt daher einen halben Punkt. Und das schauen wir uns auch mal kurz hier nochmal im langfristigen Kursverlauf an. Den seht ihr hier und die Finanzkrise war ungefähr in diesem Zeitraum hier. Da hat die Aktie, wie gesagt, circa fast 50% an Wert verloren. Aber in den Jahren danach hat die Aktie sich dann wieder im Großen und Ganzen recht gut erholt. Zumindest bis Mitte 2016 ungefähr. Denn seitdem ist die Aktie wieder eher auf absteigendem Ast und auch vom Corona-Crash hat die Aktie sich noch nicht wieder richtig erholt, wie wir hier sehen. Und seit einigen Monaten ist die Aktie mehr so in einem Seitwärtsverlauf. So, dann machen wir weiter mit dem Check und zwar mit dem vierten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Da haben wir eben schon gesehen im langfristigen Kursverlauf, dass die Aktie mehr so seitwärts gelaufen ist. Im Großen und Ganzen in den letzten 10 Jahren mit einigen Auf und Abs. Und genau genommen hat die Aktie in den letzten 10 Jahren ca. 1% zugelegt nach aktuellem Stand. Und das ist natürlich nicht so berauschend, gibt daher 0 Punkte von mir. Dann zum fünften Kriterium: Wie hoch ist die Schuldenquote? Und die liegt bzw. lag im Geschäftsjahr 2019 bei 62% und damit liegt die Eigenkapitalquote bei 38% für dieses Geschäftsjahr. Und das ist noch recht gut, würde ich sagen, gibt daher einen halben Punkt. Dann zum sechsten Kriterium: Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Jahr? Also dieses Jahr soll der Gewinn aufgrund der Krise zurückgehen, laut aktuellen Schätzungen der Analysten, und zwar von 1,89 Dollar im letzten Jahr auf dieses Jahr 1,69 Dollar je Aktie. Und das sind zumindest die aktuellen Schätzungen der Analysten, aber die Prognosen sollen dann im nächsten Jahr wieder anheben, beziehungsweise der Gewinn je Aktie soll nächstes Jahr wieder deutlicher ansteigen, laut den Analysten, und zwar dann auf 2,28 Dollar je Aktie, also für das Geschäftsjahr 2021. So zumindest die aktuellen Schätzungen. Und aufgrund der positiven Aussichten gebe ich hier einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium: Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für 2021 liegt bei 13 und damit deutlich unter 30 und damit gibt es ebenfalls nochmal einen vollen Punkt und damit kommen wir auch zum Gesamtergebnis und hier holt AT&T in meinem Sicherheitscheck insgesamt 5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheck-Ampel landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. Und dann noch zum Vergleich: In meinem ersten Check vor genau einem Jahr ungefähr hat die Aktie
damals 4,5 Punkte von 6 Punkten geholt. So, dann zum Abschluss noch ein weiterer Hinweis. Mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der 7 Kriterien. Diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video.